Okay, damit ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Little Nightmares. Der Steve kam auf die Idee und meinte, jo Benny, wie sieht's aus? Little Nightmares kam raus bei Steam, war für Umme vor mehreren Wochen. Und ja, heute spielen wir das ganze Spiel. Little Nightmares kenne ich nur vom Hören. Ich selbst habe Little Nightmares nie gespielt. Und bin mal gespannt, was so auf uns zukommt. Ja, ich weiß, was ist das denn? Was war das denn jetzt? Also wir wissen nicht viel vom Spiel. Steuerung ist auch... keine Ahnung. Ah! Okay, mit F kannst du Licht machen. Das ist schon mal EU zu wissen. Gut, wir sind Little Nightmares. Wie gesagt, ich kenne vom Spiel nicht wirklich viel. Wir sind hier so, ja... ein kleiner Dude und renne hier so ein bisschen durch die Gegend. So ganz bestehen tue ich das Spiel so noch nicht. Ich kann hier auf jeden Fall Lampen anmachen. Ist schon mal nice to know. Und wir können Sachen öffnen. Das finde ich auch schon mal gut. Wir das ducken. Ich sehe nichts. Ah, ja. Ne, Feuerzeug. Gut. Schauen wir mal, was uns hier im Spiel alles so erwartet. Und guck mal, wie das sich hier so äußert. Vor allen Dingen, wo sind wir? Also wir sind eine kleine Spielfigur. Und sind irgendwo in einem Keller. Oder Boot. Boot vielleicht, weil es schwankt ja so hin und her. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Kann ich hier rein? Nein. Ist denn hier vorne irgendwas? Auch nicht. Gut, kann ich denn irgendwie rennen? Gut, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wo sind wir denn hier? Also Riesenketten, kleine Trappen? Ja. Cool. I guess. Kann ich hier das irgendwie aufmachen? Das Gute ist, ich sehe hier nichts. Kann ich das verschieben? Nein. Alter, warum sehe ich nichts? Was ist das hier? Okay. Kann ich das hier mitnehmen? Okay. Also mit Leertaste wirft man, wenn man Gegenstände aufnimmt. Auch gut zu wissen. Wir machen erstmal wieder Lichter. Und hier kannst du auch runter, oder was? Nee, hier kannst du nicht runter. Ja, wie gesagt, Little Nightmares, I don't know, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Ist oft, dass wir hier durchkrabbeln können. Ah, okay, hier können wir auch hoch. Cool. Ja, und ich habe keinen Schimmer, wie gesagt, worum es hier geht. Was ist da? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Da in dem Guckloch? Sag ich jetzt mal. Da war irgendwas. Okay. Also, wie gesagt, wir sind anscheinend auf einem Schiff. I guess. Und müssen. Und laufen hier die Sachen lang. Und da hat sich jemand erhangen. Okay. Warum? Ich kann Klopapier mitnehmen. Oh. Klopapier, it is. Hier noch einen Brief dahin lassen? Kann ich den Brief öffnen? Nee, kann ich nicht. So, gut, dann gehen wir mal hier durch die Tür. I guess. Oder auch nicht. Kann ich den Stuhl mitnehmen?
Ja, kann ich. Kann ich jetzt hier rauf? Okay. Und... Ah, okay. Gut. Bisschen Jump'n'Run. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Licht. Kann ich die Tür irgendwie auch wieder zumachen? Ja, kann ich. Ja, aber nicht richtig. Okay. Was ist denn das für... Was ist das denn? Was ist das für ein Geglibber? Ich glaube, ich drehe... Oh Gott, da sind Fußabdrücke drauf. Und da sind Fingerabdrücke drauf. Oh Gott! Möchte ich das? Ich glaube nicht. Kann ich hier... hier so hochklettern? Nein, kann ich nicht. Okay, da sind Fingerabdrücke und Fußabdrücke. Und hier... Hier geht's weiter. Was ist das? Okay. Was? Okay, hier kann ich wieder was anzünden. Ja, nice, nice, nice. Und weiter? Hier kann ich hier hoch. Und wieder runter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber hier kann ich nichts weiter machen. Warum ich jetzt hier rein konnte? I don't know. Gehen wir erstmal wieder zurück. Und gucken, wie es da weitergeht. ja, falls ihr da ein bisschen mehr wisst, gerne in die Kommentare damit. Mir, wie gesagt, sagt das Spiel erstmal nicht viel. Und an die Hand nehmen tut mich das Spiel leider auch nicht so wirklich. Okay, ich kann hier... hochklettern. Okay, hier sind Schuhe drin. Also scheint mehr so ein Jump'n'Run-Adventure zu sein. Wenn ich das so richtig sehe. Also, ne? Bisschen Rätsel, bisschen Jump'n'Run-Action, Adventure. Okay, hiermit kann ich sprinten. Kann ich hier auch, ja, kann ich? Was sind denn das für schwarze Dinger? Treffen die mich an? Sind die böse? Was ist das? Der Fahrstuhl. Lass mich mal in Ruhe. Lass mich mal in Ruhe. Jump. Oh Gott, das war gerade ganz schön knapp. Okay, was können wir hier machen? Leck mich am Arsch. Das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Okay, wir können Brederick nehmen. Brederick. Wir können hier nichts lesen. Wir wissen nicht, was wir sind, wer wir sind und hinterlassen anscheinend auch ein wenig Fußspuren. Und was sind diese Dreiecke? Und wir laufen. Sind jetzt, wo sind wir? Ja, ja. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ja, ich bin... Okay. Die schwarzen Viecher sind nicht gut für uns. Das heißt, wir müssen an denen vorbei... sneaken? I guess? Rennen? I don't know. Ich werde auf jeden Fall... Alter, in dieser Grütze werde ich auf jeden Fall extrem langsam. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, komm hier geradeaus und weg und jump und F und Feuer. Machst du mal hier die Lampe an? Hallo? Okay, mach die Lampe an. Also ich hoffe mal, dass die Lampen, wenn man die anmacht, ist jetzt nur so eine Theorie, dass man, dass das Safe Points sind. Also, an diese Viecher. Was sind das? Okay. Ja. Okay, wir können hier rüber balancieren. Jetzt geht's ab hier hoch in die Treppe hinauf. Wenn ich nichts sehe. Okay, da geht's auch weiter. Hier geht's nicht weiter. Oh, das ist ja mal. Das ist. So, jetzt muss ich hier. Muss ich jetzt hier rüber springen. Okay. Ey, ich sehe nichts auf meinem Monitor. Nichts. Es ist einfach dunkel. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Was ist da? Ja. Okay. Cool.
Okay, eine Kokobo. Ach, hier hätte ich rüberspringen können. So, ist das jetzt fest? Oder muss ich jetzt da rüberspringen? Na, es ist nicht fest. Wir müssen hier rüber rennen, in der Hoffnung, dass ich... Oh Gott, gerade so. Okay, hier sind wir letztes Mal auch irgendwo durchgerannt. Meine Fresse. Also wenn mir jemand mal erklären kann, was für kleine Dreiecksfiguren da sind, die die ganze Zeit da wegrennen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. So, hier kann ich auch wieder hochklettern. Gibt's hier denn auch irgendwas? Ja, vorbei. Ja, hier hoch. Ja. Okay. Hier gibt's nichts. Gut, dann rennen wir mal weiter. Also ganz... Also, Schiff, ja. Und so... Wer ist er denn? Weiter. Was war das denn für ein... Ja, für ein Viech. Okay, ich gehe mal davon aus, wir müssen hier hochklettern. Leider in die Richtung, wo jetzt das Mannequin hin ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Mannequin nicht friedlich ist. I guess. Oh, hier ist wieder ein Taschenlämpchen. Taschenlämpchen. Ja, das ist doch... Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das einfach Save Points zwischen Points sind. Jo, hier war Gärtnerratte. Geil. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Also Klopapier, an Klopapier mangelt es uns nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass, wenn wir uns einscheißen, alles safe ist. So, was haben wir? Haben wir hier hinter der Tür irgendwas? Ah, guck mal. Hier gibt es einen Schalter. Benutze, um nicht umzuschauen. Okay. Also wir müssen den Strom wahrscheinlich abschalten, damit wir hier durchs Gitter kommen. Weil so werden wir bestimmt einen Stromschlag kriegen, oder? Ja. Und sterben auch. Instant. Krass. Okay. Gut. Aber The Lämpchen bedeutet dann schon, dass wir Safe Points haben. Cool. Also Lampen wichtig, immer anmachen. Weil das sind unsere Zwischenpoints. I guess. Also, glaube ich, ne? So, machen wir erstmal hier die Tür wieder zu, um... Ja, hallo? Die Tür zumachen? Danke. Ich habe gesagt, zumachen. Oh. Halb soll es auch zu. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Ding hier nehmen müssen, wahrscheinlich. Um an den Schalter zu kommen. Ja, kletter doch darauf. Okay. Warum klickert jetzt da eine Uhr? Was ist das hier? Ein Kinderzimmer. Okay, Kinderzimmer. Nice. Hier gibt es noch ein Gitter. Okay, dass wir durchgerannt sind, war anscheinend nicht so verkehrt. Hier gibt es noch irgendwelche Zellen. Und irgendwie geht mir meine Theorie nicht aus dem Kopf mit dem, dass wir auf dem Boot sind. Aber warum sollten auf dem Boot Zellen sein? Also sind wir wirklich auf dem Schiff? Was ist er denn? Okay, Lichtkegel. Ist das jetzt hier so ein Spiel mit... Du darfst nicht ins Licht? Weil sonst stirbst du? Oder so? Also ich probiere es jetzt mal, nicht in dem Lichtkegel zu sein. Versuche jetzt mal immer in dem Schatten hier hinten zu stehen zu bleiben. Okay, wir rennen weiter. So, was gibt's hier noch? Feines? Da ist doch schon wieder so ein Dreiecksring drin. Muss ich da hin? Ist die Frage, wie komme ich da hin? Also hier ist erstmal noch ein Lämmchen. Das werden wir erstmal wieder aktivieren. Sehr gut.
Ah, hier kann ich hochklettern. Okay. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann hier oben lang. Oder, aber was mich mal mehr interessiert ist, was ist hier hinten gewesen? Da war doch so ein... Komme ich hier rein? Oh ja, ich komme hier rein. Geil. Was bist du? Hallo? Also hier ist erstmal noch eine Lampe. Machen wir es mal wieder an. Und wer bist du? Kann ich mit dir reden? Nee, kann ich. Und hier ist Blut. Was ist hier Blut? Ist hier irgend... Gott, was ist das denn für ein Auge? Wie das Auge wieder, was wir da vorne hatten? Nee, hier kann ich nicht hin. Okay. Warum konnte ich jetzt hier in den... Warum kann ich jetzt hier in den Raum? Was seid ihr? Was? Was? Bitte was? Hallo? Bitte was? Bist du mein Freund? Du folgst mir jetzt. Oh, die ist aber lieb von dir. Ist hier noch irgendwo eine Tür, die du mir aufmachen kannst, die ich nicht sehe? Nein, ne? Kann sie nicht. Musst du mir dann... Folgst du mir jetzt? Nee, schade. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was die machen. Ob sie mir freundlich gesinnt sind, nicht so freundlich gesinnt sind, ob sie mir helfen. I don't know.